Willkommen zurück zu Closure. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was hier unten so für Erschütterungen sorgt und was das für ein riesiges Abgasrohr ist oder dergleichen. Ah ja, wir sind Bergarbeiter, der wird gestampft. Hör mal. Gucken. Nichts. Ich höre hier, glaube ich, auch eine Motte irgendwo. Da sind... Ich kann aber auch nichts mit dem... Also ich kann nicht... Da sind sie bei den Lampen, die sehe ich, aber ich kann damit gerade nichts tun. Oh Gott! Was für... Warum sind da Wesen über dem Feuer? Werden die verbrannt? Und jetzt sind wir in einem Helikopter? Okay, wir haben es scheinbar geschafft, den Jungen... Ja, wir haben es geschafft, den Bergarbeiter da rauszukriegen. Aus der Hölle. Obwohl ich nicht verstanden habe, was da verbrannt wurde. Vielleicht muss man sich da noch mal ein bisschen umschauen. Mal gucken, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Habt ihr ja schon die eine oder andere gute Idee gehabt. Vielleicht. Sagt ihr, ja, oh, guck mal hier, da musst du noch mal gucken. Da kannst du vielleicht noch mal oder so... Auch von euch habe ich das ja, dass man die Motten sammeln muss. Für das vierte Level. Für den vierten Bereich. Was ist jetzt? Was ist das für eine Ninja-Maske? Das war ein Kopf mit Haaren. Jetzt sind wir eine Frau. Oder ein Mädchen, eine junge Dame. Mit schwarzen Haaren und einem weißen Kleid. Ja, wieso läufst du die ganze Zeit? Ich hab die Pfoten nicht an der Tastatur gehabt. Oh, warte mal, hier brennt's. Oh, das Bild kenne ich. Das war aus der... Das war in den... Also das gab's schon als Preview. Und es regnet wie bekloppt. Gruselige Bäume. Und hier ist ein Haus mit einem Briefkasten. Kann ich an den Briefkasten ran? Nee. Keine Post da. Aber wir gehen nicht in das Haus, wir laufen weiter. Ich muss nur aufpassen, ich kann mir den Weg nicht zerstören eigentlich. Ah! Noch eine Kugel? Wie viel brauchen wir denn hier? Creepy Tree. Na, Alice? Ist dein Wunderland mal wieder kaputt, oder? Was? Boah, wie frech! Hat es gesehen? Die gehen zu, wenn wir rankommen. Okay, da wäre... Boah, wie gemein. Da unten ist auch irgendwas Creepiges. Brauche ich nicht. So, geht doch zu. Puh. Frech. Aber cool, das ist auf jeden Fall schon mal was Neues. Licht, was weggeht, wenn wir drankommen. Aber was für Wesen sind das, die da so rumleuchten? Und warum sitzt das in einer Unterwasserblume? Da ist eine Motte. Da, warte. Ich guck mal, ob ich die... Also ich kann ja versuchen, ob ich die mal kriege, aber wenn ich halt sehe, dass die... echt weit oder echt schwer zu bekommen ist. Ja, genau so war es bestimmt nicht gedacht. Dann gucken wir doch mal in die andere Richtung, was da so auf uns wartet. Dafür ist die Kiste da. Die ist nur dafür da, um an diese Motte zu kommen. Seht ihr das? Nee, die ist nicht nur dafür da, um an die Motte zu kommen. Ich muss sie dort mit hochnehmen.
Also dieses Klimpern, was ihr da hört, ist immer ein Hinweis darauf, dass eine Motte in der Nähe ist. Ist aber ganz schön knapp. Knapp kalkuliert. Was ist das? Ach, dieser... Ah, ich kann mir vor... Ich glaube, dass dieser... Seht ihr diesen Strahlenkranz, der da... Dieser, der da ist? Und ich glaube, das... ist der Bereich... den man nicht ein, den man nicht wo man halt nicht hingehen darf, sonst. Was? Wie, was? Okay, ich weiß nicht, ob das so sein muss. Mal gucken. Ich habe jetzt auch so sehen nochmal, aber jetzt haben wir hier. Da hätten wir den Schlüssel, da hätten wir eine Kugel, da hätten wir das. Sind wir hier unter der Erde in irgendeiner riesigen. Das ist das Vieh, das wir gerade steuern. Seht ihr das? Ist das eine Art Gott? Weil der wird verehrt und der hat ein Symbol über dem Kopf, was so eine Art, Stern oder ähnliches ist. Könnte aber auch das Leuchten sein. Ist das eine Art... Ist das eine Art Gott, den die verehren, der dann jetzt hier rumgurkt und... die Leben der Leute nachspielt, die irgendwo mal irgendwas Schlimmes passiert ist? Das ist noch eine Motte. Ja, lauf, 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 Mädel. Ich könnte jetzt versuchen, an den Schlüssel zu an die Motte zu kommen, aber nee. Nee, nee, nee. Da müsste ich wieder riesen Umweg laufen. Ich habe es jetzt gerade geschafft, irgendwie hochzukommen. Weil es nicht so schwer war eigentlich, muss ich sagen. Okay. Und jetzt? Ach, warte. So. Flasche. Mit Alkohol. Das ist. 3X ist, war im Wilden Westen mal das Symbol für Alkohol. Für richtig starken Alkohol. Ach, ich hab die Tür noch nicht entdeckt. Ach da. Dankeschön, Spiel. Schon wieder eine Mutter. Okay, ich springe einfach runter. Die Musik ist auf jeden Fall ganz, ganz anders. Okay. So, hier im Wasser gelandet. Na, juhu. Zum Glück haben wir die Kugel, die uns den Weg leuchtet. Und zum Glück haben wir kein Problem mit Sauerstoff. Dem da wieder folgen. Die Musik klingt unter Wasser echt creepy. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Nicht genau beobachtet, was passiert, was ich tun muss. Oh mein Gott! Ein abgedrehtes Labyrinth. Ja. Los rein da!
Gäbe sicherlich irgendwo da jetzt noch ein zweites. Was bist du denn? Kann ich was mit dir tun? Nee. Ach du Schande, ich muss 3 von diesen Eiern finden. Die machen dann diese Tür an. Okay. Hier ist noch eins. Warte mal, vielleicht kann ich damit das dritte finden. Reicht das jetzt? Nee, ne? Nee. Die müssen anbleiben, genau. Ach du Schande! Sind sehr weit. Interessante Idee. Okay, hier kann ich die runterfallen lassen. Kann ich hier benutzen? Okay, das ist Abgrund. Gut zu wissen. Ach du Schande. Okay. Ach, verdammt. Okay, ich weiß, glaube ich, wie es geht. Und zwar, dass ich auch gleichzeitig... Die Motte kriege ich, glaube ich, so. Kann ich sogar gut bekommen. Denn ich muss hier jetzt einfach... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich muss die in der Mitte als letztes auslösen, glaube ich. Falle ich da ja mit runter und müsste direkt in die Motte fallen. Aber wie komme ich jetzt dort drüben hin? Ich kann ja nun kaum bis nach dort springen. Okay, so bekomme ich also die Motte. Ich müsste zwischendurch da runter und diese anderen beiden holen. Ich habe jetzt leider auch die Motte nicht bekommen. Wenn ich jetzt hier runterspringe... Da unten ist gar nichts? Dann ist das hier nur dazu da... Was zum... Wie soll man das denn schaffen? Da bin ich jetzt gerade aber dezent überfragt, wie man das machen soll. Weil wenn da unten gar kein Boden ist... Rein aus Interesse. Komme ich denn überhaupt... Also ist es überhaupt möglich, bis dorthin zu kommen? Warte mal.
will das jetzt einfach mal so probieren, bevor ich mir die ganze Arbeit mit dem ganzen Holen und so wieder mache. Es scheint gar nicht zu gehen, dass man dort drüber springen kann. Ach doch, mit ganz viel Anlauf. Okay. Okay, okay, okay. Also mit viel Glück geht es. Dann ist das sogar eine Motte, die man mehr oder minder... Gut, man könnte... Ach so, ja. Die Herausforderung wäre eigentlich, dass ich sozusagen das beim... dass ich die erste Blume, also die ganz, ganz, ganz rechts, diese Blume nehme als Landeplattform. Und nicht die zweite, wie ich jetzt das gerade mache. Und dann mit viel Glück den Sprung schaffen muss. Das ist die Herausforderung, diesem um die Motte zu bekommen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Interessant, spannend. Ich bin gespannt, was jetzt noch alles kommt. Es wird ja doch immer anspruchsvoller. Und es kommen immer neue Elemente und das finde ich richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt es ebenfalls. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.